Grüße euch, das ist wieder Uwe Breuer mit Neuschöpfungsleben. Ja, Zeitqualität ist im Moment, wie ihr spürt, wiederum sehr gedrängt. Es fühlt sich sehr bedrängend an und von allen Seiten kommen immer irgendwelche News und ja, ich möchte fast schon wieder sagen Anti-News. Und es wird immer hin und her gegangen jetzt im Moment und die Menschen sind dadurch oft sehr, sehr in Verwirrung und unsicher. Und ja, zu diesem Thema mache ich dann jetzt am 16.03., also jetzt kommenden Mittwoch, ein Live und mit dem Titel Das neue Leben beginnt jetzt. Nicht erst morgen, nicht gestern, nein, jetzt. Jetzt fangen wir an mit dieser Neuschöpfung. Diese auch in die Tatsächlichkeit hineinzuziehen, durch die Tat in die sächliche Welt hineinzubringen. Und dies ist sehr, sehr wichtig, da wir jetzt ja merken, ja, die alten Sicherheiten sind so in dem Sinne nicht mehr sicher, wo wir vermeintlich geglaubt haben, vielleicht, dass die sicher sind. Und altes bricht sozusagen immer mehr weg, die Scheidung läuft weiter, die Entscheidungen, du bist dir oft ja gar nicht mehr sicher, was du genau möchtest, es tut sich da so etwas auf in dir, wo du aber noch nicht genau weißt, wohin das führt und dieser Ruf in deinem innersten Selbst, dieses, wo du spürst in deinem innersten Herzen auch, ist so eine Art ruhige, liebevolle Vision deines neuen Lebens. Es zeigt sich noch nicht in der Außenwelt, es zeigt sich vielleicht auch noch nicht in ja, genauen Vorstellungen oder Bildern oder Wahrnehmungen, aber du hast dieses Ahnen, dieses Spüren, dieses Innerliche, ich möchte fast schon sagen, Brennen für dieses Neue und obwohl es eben noch nicht so greifbar ist, spürst du, das ist wahr. Das ist wahr. Denn das haftet in deinem Herzen. Das ist wahrhaftig. Und du bist bereit, diesen Weg jetzt zu gehen. Und dazu brauchst du nur noch jetzt dein innerstes Herz zu spüren, darauf zu achten, was da kommt. Und natürlich werden wir uns alle in der jetzigen Zeit immer mehr finden durch die sogenannten Zufälle, die uns zugefallen lassen. Da gibt es die Beziehung, da zieht es uns zueinander über das Gesetz der Resonanz. Das ist ein göttliches Gesetz und das kann man überhaupt in keinster Form abändern. Also die dieses Neue machen in der tatsächlichen Welt, sind innerlich im Ruf schon in Resonanz, in der Berufung, das im Gemeinwohl für das Gesamte tun zu wollen und auch zu können. Denn du bist vorbereitet über Jahrtausende, Jahrmillionen und sogar Jahrmilliarden zeitlich gesprochen. Denn du bist ein ewiges Schöpferwesen und nur die Stärksten sind hier überhaupt erlaubt, wird ihnen erlaubt, hier in Karne zu gehen, in das Fleisch, sich hineinzubegeben, in diese Welt, in diese Matrix auch hier, die hier läuft. Und nur die Stärksten, die schon ausgebildet sind über Jahrtausende, die schon Jahrmillionen und Jahrmilliarden in der Schöpfung verbracht haben, können hier jetzt noch bestehen. Und du spürst auch, es ist herausfordernd und es fordert dich aber dazu heraus, in dies Neue zu gehen. Und du spürst es und es ist vor dir und es ist aber auch in dir und du weißt, es zieht dich durch dieses Innere zu diesem Neuen hin, was auch im Außen jetzt seinen Ausdruck haben möchte und auch bekommt, denn das Göttliche, was ja durch dich wirkt, du als Kanal für das liebe Licht Göttliche, ist immer allmächtig. Da gibt es keine vielleicht, wenn aber oder
Willkür oder Zufall im klassischen Sinne, wie man uns das so beigebracht hat. Das gibt es nicht. Alles, wo dir begegnet, alles, wo kommt, alles, wo geht, hat seine echte Bedeutung und hat mit deinem Lebensplan zu tun, den du vorher abgemacht hast, bevor du inkarniert bist, und zwar mit deinem göttlichen innersten Ursprung, mit deinem höchsten Selbst. Und dann hast du das so abgemacht und jetzt findet im Äußeren eben diese Scheidungsprozesse statt. Die sind nicht immer schön, die sind auch sehr, sehr herausfordernd, eben sie fordern uns heraus, aus diesem Alten herauszugehen in dieses Neue. Und da wir natürlich oft Ängste haben und Sicherheitsbedenken, stoppen wir dann oft, unser Unterbewusstsein triggert voll hoch und sagt, halt, 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 nicht, dass du wieder dies oder jenes, dass dir das wieder begegnet, Schuster, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das macht man so, das hat man schon immer so gemacht, schlaf mal schön weiter, aber das läuft nicht mehr. Weil du in deinem innersten Herzen spürst, das ist nicht mehr möglich. Ich gehe jetzt in dies Neue mit meiner Seelenfamilie, die auch hier in Karne ist. Und wir finden uns genau zur rechten Zeit. Und wenn diese Prozesse durch sind in dir, also durch, die sind nie ganz durch, aber so die wichtigsten der Enttäuschung, dass du die Täuschungen immer besser wahrnimmst, dass du spürst, wer ist echt, wer ist wahrhaftig, was haftet in dir, wer ist wirklich für dieses Neue, wer geht mit, auf wen kann ich auch bauen in dem Sinne, so wie das Göttliche auch schaut, mit wem kann ich diesen Weg jetzt gehen, wer ist als Kanal für dieses Neue, ja, wer ist da für so, ich möchte mal sagen, ausgebildet in der Bildung seines Kanals, dass er diese hohen Energien tragen kann und mitgehen kann in dieses Neue. Und wie gesagt, dazu haben wir dann am 16. März jetzt 19:30 einen Live-Event, den ich machen werde. Er ist wieder mal gratis. Ihr könnt einfach auf meine Webseite gehen und auch hier unten wird es jetzt verlinkt sein. Ja, da wird dieses Thema nochmal genauer angeschaut. Ja, da sind wir auch ein bisschen ja, mehr bei uns und können da richtig schön tief mal reinschauen. Der letzte Live war ja auch recht kräftig und länger und so wird dieser vielleicht auch wieder. Wir schauen, was da kommt, was die geistige Welt durchgibt zu euch. Und ja, wir werden gemeinsam gehen. Wir bauen jetzt dieses Neue auf. Das neue Leben beginnt jetzt. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Breuer.